Hallo? Oh Bro, ich hatte gerade einen Albtraum, ich bin hier eingepennt. Einzug, was machst du hier, Bro? Yo, ey Bro, wir haben Zahnarzttermin. Schon vergessen? Was, warte mal, wir haben einen Zahnarzttermin? Bro, ich hasse Zahnarzttermine. Ja, der Typ hier an der Wand, das Foto von ihm, sieht nicht so sympathisch aus. Warte mal, der soll Zahnarzt sein? Hast du mal seine Zähne angeguckt, Bro? Ja, seine Zähne sind selber nicht so gut. Aber hast du dir mal seine Werkzeuge hier angeguckt, Bro? Das sieht nicht aus wie ein normaler Zahnarzt, Mann. Bro, ich hab grad geträumt davon. Ich hoffe, wir müssen ja raus, ne? Das ist ein scheiß Akkuschrauber, Junge! Yo! Oh, ich seh's gerade auch, der ist viel zu groß. Und da, ist das nicht so eine Zange, die man so für Schrauben und so benutzt? Oh nein, ey, der will unsere Zähne ziehen! Ah! Wir müssen raus hier! Oh mein Gott, wir müssen schnell einen Weg hier rausfinden. Schau mal, hier ist sogar eine Zertifizierung. Was? Da steht Evil Escape Obby, College of Dentistry. Das heißt so viel wie, das ist ein böser Obby von einem Zahnarzt. Ich glaube, der ist böse, Bro. Ja, und er hat unterschrieben Mr. Evil. Okay. Hey, Leute. Lumix, es klopft gerade an der Tür. Ich glaube, hallo? Kinder, seid ihr bereit für euren Zahnarzttermin? Nein, bitte nicht. Ey, Leute, ich glaube, der Zahnarzt, der kommt jetzt. Lumix, wir müssen uns verstecken. Bro, was war das? Hast du das gehört? Ich glaube, der Zahnarzt ist gleich da. Versteck mich. Bro, der kommt jetzt rein. Ich versteck mich hinter dem Stuhl. Man sieht mich bestimmt. Ich versteck mich hinterm Schrank, Alter. Man sieht mich hier bestimmt nicht. Oh mein Gott, Bro, ich hab Angst, Mann. Holy shit. Leute, wenn ihr auch Angst vorm Zahnarzt habt, dann lasst mir jetzt lieber schnell einen Daumen nach oben da und vergesst nicht zu abonnieren. Ey, Bro, wir müssen jetzt hier irgendwie rausfinden. Ich sag dir ehrlich, Mann. Oh, ey, ich glaube, der kommt jetzt. Oh. Max, erholt dich. Da bin ich. Bist du bereit für deinen Zahnarzttermin? Nein, Mann, bitte lass mich in Ruhe. Ich will keinen Zahnarzttermin. Es ist so spät für dich. Oh mein Gott, das war richtig knapp. Bro, er wollte mir gerade schon die Zähne ziehen, aber ich glaube, er ist doch irgendwas holen gegangen. Yo, wir müssen hier raus, so schnell es geht. Bro, ich hatte gerade so Schiss. Hast du ihn auch gesehen? Er stand direkt neben mir, Mann. Yo, ich habe das von der Seite gesehen. Der hat mich hoffentlich nicht erwischt. Bro, ey, ich hätte mich besser verstecken müssen. Ich sag dir ehrlich. Absolut, ey. Aber jetzt müssen wir hier wirklich schleunigst raus, bevor er wiederkommt und ich dran bin. Ich würde sagen, wer zuerst hier aus der Zahnarztpraxis ausbricht, bekommt heute einfach mal ganze 100.000 Robux. Bro, haben die 50.000 vom letzten Mal nicht gereicht? Ich bin pleite! Ja, Alter, das kostet ja 1.000 Euro oder so. Ich glaube irgendwie knapp 1.000 Euro oder so. Und deshalb würde ich sagen, lass uns lieber anfangen, hier auszubrechen, Junge. Und ich bin an der Stelle auch ganz schnell gemutet, Freunde. Weil ihr seht schon, ich habe mir wie immer aus dem Itemshop ganz viele Items gekauft, um einen Zock hier wieder richtig krass zu pranken. Ich würde sagen, wir holen gleich mal das erste Prank-Item raus. Macht euch bereit. Hallo, hörst du mich? Hallo. Warum bist du gerade wieder nicht erreichbar Bro, gewesen? Bro, ich glaube, ja, mein Mic spinnt manchmal ein bisschen, Bro. Ich weiß auch nicht. Okay, ja gut, dann aber ist alles gut. Schau mal, gut, hab ich auch öfter. Die Tür ist abgeschlossen. Hier ist ein Schloss davor, Bro. Und jetzt ganz kurz, bevor wir ausbrechen, Leute. Ihr wisst es ist nach wie vor der Lumix Merch Shop online. Ihr seid geisteskrank am Supporten. Es ist nicht mehr viel da. Deswegen, Leute, ihr müsst euch beeilen. Die restlichen Hoodies sind noch online, natürlich wie immer, in blau mit dem coolen Design. Und es gibt natürlich nach wie vor auch noch richtig viele andere Artikel im Shop, Leute. Und wie immer gibt es zu jeder Bestellung eine gratis Autogrammkarte dazu. Deswegen, Leute, geht alle auf www.lumix.store oder auf den ersten Link in der Beschreibung und checkt das Ganze aus. Und jetzt würde ich sagen, geht's weiter mit dem Ausbruch. Ja, wir müssen Schlüssel finden. Warte, hier leuchtet was. Ja. Oh. Guck dir das mal an, Bro. Der liegt dir. Ja, der liegt dir, der Schlüssel. Okay, so, dann nehme ich mal den Schlüssel. So, Lumix, nimm auch mal den Schlüssel. Bro, was sind das für komische Mausgeräusche hier? Ich höre irgendeine Maus fiepen. Hallo? Ich weiß nicht, ey, aber warum sind wir so klein? Die Tür ist so groß. Ja, warum bist du so klein, frage ich mich. Ich bin kleiner geworden. Warte mal, ich werde die ganze Zeit kleiner, oder was? Ey, der Zahnarzt hat dir bestimmt irgendeine Spritze gegeben oder sowas, Bro. Ja, das kann echt sein, weil ich habe Albträume von diesem Zahnarzt. Oh, Mann. Ja, okay, am besten resettest du deinen Charakter mal, dass du wieder groß wirst.
Oh, okay, das funktioniert nur so. Bist du sicher? Ja, probier mal. Ich glaube, du musst dich dafür umbringen. Ich probier das mal. Oh. Okay, so, jetzt bin ich. Yo, da bist du ja wieder. Let's go. Okay, Bro, schau mal. Was haben wir gerade getriggert? Ich weiß es nicht, aber ich bin gestorben, weil ich die Zahnpasta berührt hab, Mann. Ey, das ist doch Odolmate 3 Zahnpasta. Hey! Ja, ich weiß jetzt schon, dass ich die auf jeden Fall nicht benutzen werde. Die ist einfach giftig, Bro. Yo, die darf man nicht berühren. Okay, wusste ich nicht. Und Bro, hast du dein Gebiss vergessen hier oder was ist das, Alter? Ja, vielleicht als ich groß war oder so, aber nein. Bro, wahrscheinlich holy shit. Dein Großmaul, ne? Ey, das ist übel am Stinken. Aber schau mal, nein. Hey, die Tür ist abgeriegelt, Bro. Kaufen? Sind hier Robux geschickt? Bro. Bist du in den Backrooms? Ich bin durchgelaufen. Was? Was? Ich bin auch hier, schau mal, Bro. Oh mein Gott, Bro. What the... Alter, okay, Freunde, wir haben kurze Störungen. Wir haben den Obi, glaube ich, kaputt gemacht. Ja, aber ich bin jetzt down. Ich glaube, wir respawnen. Ich glaube auch. Ja, okay, ich würde sagen, wir laufen da besser nicht wieder rein. Okay, ja, weil weißt du, nach diesem Albtraum brauche ich wirklich jetzt die 100.000 Robux. Psst, wir müssen leise machen. Guck mal, was da steht. Das ist Bobs Office. Das ist das Arbeitszimmer vom Zahnarzt. Okay, dann sind wir lieber ganz, ganz leise. Okay, ich muss an der Tür klopfen. Warte mal. Oh mein Gott, ich müsste jetzt richtig leise machen. Oh, was ist Bro? Das für ein Teil? Was ist das denn, Junge? Ich habe keine Ahnung. Okay, Leute, das wird jetzt hart. Das wird sehr schwer. Ey, das wird richtig schwer, Mann. Ich sag ehrlich. Ich hab's gleich. Und Freunde, ich bin wieder gemutet. Ich werde an der Stelle direkt wieder pranken. Und zwar werde ich hier einfach mal mein Chatpack aktivieren und einfach hier drüber fliegen. Passt mal auf. Gar nicht laufen. So. Ja, ich komm doch schon, Bro. Okay, alles gut. So. So. Okay. Okay, Bro, warte ganz kurz. Ich muss ganz kurz auf Klo gehen, ja? Okay, alles gut. Freunde, ich bin ganz kurz gemutet. Ich werde Alizar jetzt nochmal richtig pranken. Und zwar werde ich mir einfach kurz ein paar Moves kaufen. Ich werde mich jetzt einfach mal in einen richtig gruseligen Horrorclown verwandeln und ihn damit erschrecken. Passt auf, oh mein Gott, guckt euch das an. 6, 7. Oh, Bro! Bro, Alizar, Bro, hier ist irgend so ein Zombie gespawnt, so ein Monster, so ein Clown, Bro. Schau mal! Wo? Oh mein Gott! Was war das? Bro, ich weiß auch nicht, Mann. Bro, was ist das? Ey, ich lauf zurück. Nein. Ich muss hier weg. Ey, Bro. Irgend so ein Clown verfolgt Bro, mich. Ich weiß echt nicht, was hier in dieser Zahnarztpraxis abgeht. Mann, holy moly. Ey, der Typ cheatet schon wieder. Er kann fliegen. Hä, warum? Irgendwo was aufgesammelt. Warum brauchst du so lange, Bro? Ey, Mann, der fliegt einfach wie Batman. Yo, und warte mal, hörst du das auch schon? Ich glaube, du wurdest wieder von der Falle getötet. Ich bin falsch gelaufen. Yo, ich laufe dann schon mal weiter, die 100.000 Robux gehören. Nein, ey, wo hast du die Flügel her? Du musst mir das jetzt sagen. Aber okay, Freunde, wir probieren es jetzt nochmal. Und ich werde mich jetzt hier nochmal morphen, um ihn nochmal zu erschrecken. Und zwar morph ich mich jetzt hier einfach in so ein richtig gruseliges Krabbenmonster. Oh, was ist das? Was ist das? Bro? Was ist das? Was ist das? Das ist Siren Head? Ich weiß es nicht. Bro, ich weiß nicht, hier ist irgend so ein Schreddermonster. Schau mal. Yo, da geh ich nicht rein. Ey, Bro, hier im Dunkeln, da passieren ganz komische Sachen. Ich sag dir ehrlich. Ich geh da nicht rein! Nein! Okay. Oh mein Gott. Ey, das Bro. Monster geht nicht weiter. Oh, es ist hier immer noch dunkel. Ja, ich würde ich würd auch gerade. Lumex, wo bist eigentlich du? Wo bist eigentlich du? Ich sehe dich gar nicht. Ich bin doch hier, Mann. Hallo? Yeah. Ach so, da. Ey, Bro, hast du dieses Monster gerade gesehen? Ja. Hast du das gerade gesehen? Bro, er hatte so Schredder und so. Richtig krass, Mann. Aber warte mal, du hast es gesehen, aber ich habe dich nicht gesehen. Ja, ich war schon richtig weit hinten, Bro. Ich weiß auch nicht. Okay, es ist halt so ziemlich neblig, weißt du? Bro, diese Zahnarztpraxis ist verspukt. Ich sag dir doch, Bro. Ja? Oh mein Gott! Oh mein Gott, Bro. Geht da nicht rein. Ist er Bob? Geht da nein. Bro, geht da nicht rein. Ey, Lumex, vertrau mir. Liegt da, Lumex. Oh, da bist du ja wieder. Bro. Geh da nicht Rare rein. Of Bob's Steps. Okay. Bro, geh da nicht rein. Vertrau mir, das ist eine Falle.
Siehst du es nicht? Links oder rechts? Da kommt gleich irgendwas. Oh Gott, du bist da rechts. Oh! Ich hab doch gesagt, Bro! Ah! Ah! Ich kann von beiden Seiten. Warte, Leute. Hier. Freunde, ich bin gemutet. Ich hab doch hier meine Prank-Items. Ich hab ein Auto, mit dem ich richtig schnell bin. Oh nein, jetzt lässt er mich hier alleine. Ja, Bro. Er lässt mich hier alleine. Bro, nimm doch einfach das... Bro, nimm doch einfach das Auto, was da steht, Mann. Was für ein Auto? Ich hab hier keins gesehen. Wir sind hier nicht in Fortnite. Bro, das Auto hier, kennst du das nicht, Bro? Was? Wo hast du das her? Oh, Lumex, bist du hier? Ja, Bro. Ich bin hier in so einem Lüftungsschacht. Ja, Bro. So. Hier... Warte mal, hörst du das? Was denn? Ich höre gar nichts. Der macht irgendwas macht komische Geräusche, Bro. Entweder ich höre nichts oder mal, du bildest... Bist du das vielleicht wieder, weil du so mega klein bist? Bro, das ist das Einzige, was du hast. Bro, du bist so winzig, Mann. Sagen, dass ich zu Eis werde oder Boogie Bomb oder Bro. So. Ich werde jetzt einfach nur kleiner. Bro, wäre das nicht voll doof, wenn du jetzt von irgendeinem so komischen Monster einfach aufgegessen wirst? Bleib stehen, Junge! Ich krieg dich! Ich lauf den Monster! Oh mein Gott. Ey, Freunde, ich bin gemutet. Es funktioniert so perfekt. Wir können ihn so nice pranken damit. Holy moly. Aber okay, ich würde sagen, wir müssen jetzt schnell weiter ausbrechen. Oh, es gibt keinen anderen Weg. Man kann nicht zurück. Einfach mal durch. Vielleicht gewinne ich dieses Mal. Ohne Bro, zu schummeln, ne? Man ich werde weiß dich ja. nicht gewinnen lassen. Und ja, natürlich. Bro, ich glaube, hier ist schon wieder irgendwas so... So am Rumfieben, bist du das schon wieder? Der Laser hat mich geschnappt. Ja, ich glaube, ich weiß auch warum, Bro. Du bist wieder richtig klein auf einmal. Moment, ich habe hier was gesehen, Bro. Ich habe hier was gesehen. Du hast wieder was in der Hand. Nein. Du hattest irgendeinen Strahl, Alter. Weißt du, danke dir, Alter, weil wenn ich klein bin, dann kann er mich nicht so leicht erwischen. Ey, ich merke es auch gerade, aber egal. Wir müssen jetzt einfach mal warten. Komm schon, schnell. Das hat mir geholfen. Nein! Ich bin schon wieder gestorben, das kann nicht sein. Ja, die Robux gehört mir. Hey. Oh mein Gott, Lumex. Freunde, aber wartet mal, ich bin gemutet. Warum mache ich das eigentlich, Leute? Ich habe doch mein Jetpack, den wir einfach nach oben fliegen können. Okay. So. Bro, ich bin dann auch mal am Start hier, ne? Okay, alles klar, Bro. Ja, oh nein, er holt mich ein, Natürlich hole ich dich hier ein, was denkst du denn, Junge? Nein! So, zack und bam, Junge! Bro, ich hau ab ohne... Ey, bleib stehen, Mann, ich will auch ausbrechen, Mann! Ja, ich meine, tut mir leid, du bist ein Schummler in der letzten Episode, das verzeih ich dir immer noch nicht, ne? Ja, also, was da passiert ist, das ist natürlich ein bisschen ungünstig gelaufen, aber... Ja, wir wissen, dass du ohne diese Cheats nicht gewonnen hättest, Bro, was? Oh! du bist einfach reingefallen, Junge! Was für ein Noob, ey, ich cheate wenigstens. Warte mal, ich teste mal was. Freunde, ich bin gemutet. Ich habe nämlich hier noch so eine Teleportierkanone. Kann ich mich damit teleportieren? Oh, was? Aber Leute, schau mal, Alizeug ist wieder reingefallen, die Lava, er ist wieder hinten. Und deshalb werde ich das ausnutzen, noch mal ganz kurz pranken. Passt mal auf. Ich nehme jetzt hier noch mal einen Morph, werde meine Stimme verstellen und werde sagen, dass in die Lava reinspringen muss. Pass auf. Ich verwandle mich jetzt einfach mal hier in so ein komisches Monster. Passt auf. Lumex, hier ist ein Monster, hallo? Das ist ein Ende. Es gibt nur eine Möglichkeit, weiterzukommen. Wie? Da ist ein Ausgang. Ich sehe doch, da ist ein Ausgang. Spring in die Lava. Was? Aber die ist doch schädlich. Da kann ich doch nicht einfach reinspringen. Spring! Ernsthaft? Oh, okay. Oder du wirst sterben. Nein! Ey, das war... Lumex, wo bist du eigentlich? Hey, Junge, du bist so ein Idiot. Ich bin das, du Idiot, Junge. Ey, Mann. Er fällt selbst in die Lava rein. Ja, ich habe einen Checkpoint. Haust du rein, ne? Ey, nein. So, Bro. Lumex ist einfach so langsam. Ich bin doch auch schon da. Pass mal auf. Du wirst gleich sehen, ich werde dich gleich auf einmal
nämlich überholen. Du wirst mich gar nicht sehen, ey, wirklich? Bro. Ich bin dann auf einmal gleich vor dir. Pass mal auf. Oh. Ja, ja. Hm. Ja, gut. Da... Ey, der ist, oh mein Gott, der ist schon da, er ist schon da, er ist schon da. Wow, wir leuchten ja richtig, als wären wir im Himmel. Yeah. Bro, die haben einfach hier so Ritterstatuen mit Zahnbürsten. Ich sehe es auch, das sind so richtige große Zahnbürsten. Die sind richtig spitz sogar, Bro, guck dir das an. Ich glaube, die sind nicht fürs Zähneputzen gemacht. Ich glaube auch nicht. Nee, überhaupt nicht. Oh mein Gott. Okay, das wird mich im Monster pressen, Bro. Aber weißt du was? Das ist gar kein Problem für mich, weil... Ich schleiche mich da mal dran vorbei. So, zack. Ah, jo. Mach ich auch. Mach ich auch. So, first try. Entspannt. Bro, so. Bro, ich glaube, ich bin wieder in Backrooms gelandet. Huch. Wo bist denn du? Er will wieder cheaten und er ist mit den Backrooms. Ah! Oh Mann, oh nein. Ich muss raus hier. Nein! Ja, das ist gut. Das ist gut. Ja, freu dich. Das ist sehr gut. Freu dich nicht zu früh. Oh, komm schon. Oh nein, 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 Kopf, warum bist du so weit vorne? Ja, yes. Bam. Ich versteck mich. Komm schon. Oh mein Gott. Hey! So schnell. Junge! Oh! Ich bin schon wieder in den Backrooms! Hey, ah, nee, doch nicht. Ha! Bro! Es hat funktioniert! Nein! Es hat mich erwischt. Wo bist du? Ah, da bist du! Ach nein, ist. Och! Komm! Bro! Ey, First Person ist schwer. Ich flieg da mal rüber, ja? Bye, have a great time. Was? Ciao. Lumex! Hat er den Helikopter geklaut? Haust rein! Yo, er cheatet mit dem Helikopter einfach. Ey, Bro, echt keine Ahnung, wo der jetzt herkam. Der ist auf einmal gespawnt oder so. Ganz komisch, Bro. Weißt du was, Lumex? Diese 100.000 V-Bucks, von denen du redest, ich meine 100.000 Robux, ja? Die gibst du gleich wieder in der nächsten Map aus durch diese ganze Schummelei. Nein, Bro, diesen Helikopter, den habe ich gefunden, Mann. Du reinvestierst sie einfach nur. Du hast am Ende keine Robux mehr, weißt du? Na, ich weiß gar nicht, was du meinst, weil ich bin in die Lava reingefallen, Junge. Diese Lava. Ey. Ich kenne keinen Zahnarzt, wo Lava ist. Ey, also. Ich sag dir ehrlich, ey, ich hab bisschen Schiss vor Zahnärzten. Freunde, ihr müsst mal die Kommentare schreiben, ob ihr auch Angst vor dem Zahnarzt habt. Weil ich sag euch ehrlich... Also ich war erst vor 4 Tagen beim Zahnarzt. Ja, also. Aber dafür sind deine Zähne trotzdem schief und krumm. Ja, super, danke schön, Alter. Vielen Dank, Alter. Okay, warte, ich drücke jetzt hier um den Hebel. Wenigstens habe ich keine Milchzähne mehr. Ey, ja, lass meine Milchzähne in Ruhe, Junge. Ich überfahre dich sonst mit meinem Auto hier, Alter. Oh mein Gott, Alter. So, bam. So. Haust du rein, Junge. Die Fahrt geht nach unten. So schnell? Ja, du hast halt kein Auto, so wie ich, Junge. Ja, 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 ja. Okay, aber ich bin vor dir. Nein, nein. Ey, ich glaube, wir müssen jetzt hier durch, Bro. Oh. Ja, okay, so. Ich hab ein bisschen Angst. Oh. Ah! Oh! Das Bob, der Zahnarzt! Bob. Warum versuchst du auszubrechen? Er ist sauer! Bro, renn! Oh mein Gott, er hat mich! Nein! Mich auch. Ey, wir müssen jetzt richtig schnell machen, Bro. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter! Zum Glück hab ich den Helikopter, so Junge! Tschüss! Oh mein... Yo, nein, nicht mit dem Helikopter, Lumex! Und Bro, ich schaff das auch ohne. Du bist aber schon wieder richtig klein, Bro. Nein! Oh mein Gott, Alter. Hey, ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen! Was? Ja, wessen Statue ist denn da, Bro? Ich bin eine halbe Sekunde... Das kann nicht das Ende sein, Bro. Was? 100.000! Hey! Bro! Alter, aber wie einfach war das? Hä, wie schnell ging das, Bro? Egal, das sind 100.000 in meine Tasche. Ja, aber ich, Bro, ich hab nicht geschummelt. Ich höre dich ganz schlecht, du bist so klein, du bist so am Piepen, Bro. Hallo, Lumex, bist du noch Bro, da? Bro, ich höre dich voll schlecht, hallo? Hallo, ich höre dich. Ey. Ich höre dich sehr gut sogar. Bro, ich höre dich richtig schlecht, Leiter. Ey. Wo ist denn Heidi-Zock, Junge? Ich höre ihn und sehe ihn gar nicht. Er ist so klein. Hier bin ich. Hallo? Ey, er hört mich nicht. 100.000 Robux. Freunde, ich glaube... Leute, er schuldet mir 100.000 Robux. Schreibt einfach, Lumex schuldet mir Robux in die Kommentare. Ich weiß es nicht. Ich weiß, du hörst mich. Also, Leute, wenn Heidi-Zock jetzt nicht kommt, dann müssen wir das Video wahrscheinlich wohl beenden. Hey! Ich würde sagen, Freunde, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Dann checkt auf jeden Fall auch Heidi-Zock in der Beschreibung ab, falls er irgendwann mal kommen sollte. Du tust es so, du hörst mich doch, oder?
Ansonsten würde ich sagen, checkt noch eins, diese beiden Videos hier ab. Und würde ich sagen, sehen wir uns morgen in der neuen Folge. Bis dahin, ich bin raus. Ciao.